Heute bin ich wieder für euch unterwegs und zwar bin ich heute auf der Berchtoldsdorfer Heide nahe bei Wien und hier auf der Berchtoldsdorfer Heide soll es Ziesel geben und die werden wir heute gemeinsam suchen und hoffentlich auch finden. So, und damit ihr seht, mit was ich da so unterwegs bin, 42-fache Vergrößerung Fernglas, das ist mein Gorillapod, hier habe ich noch mein 1835 mm Objektiv mit, noch ein Stück vom Neoprenverhüterli vom großen Objektiv, ja, und meine Kamera logischerweise, Mikrofon und das große Objektiv. Und Pippeline, 22 Jahre alt und treu wie Jesus. Und ich möchte euch nicht meinen super genialen Rucksack vorenthalten. Das ist ein Militärrucksack, ein US-Militärrucksack mit 40 Litern. Dadurch, dass der Militärrucksack da lauter so kleine Schlaufen hat, kann man da alles Mögliche dranhängen und das ist äußerst praktisch. Das hier ist mein Sitzkissen, das ich mir selber genäht habe. Da sind so kleine Styroporkügelchen drin. Und dieses Sitzkissen kann ich ja nicht nur zum Sitzen verwenden, sondern auch als Bohnenstativ. In den Weiten meines Kofferraums liegt allerhand Zeug. Gut, aber jetzt starten wir mal los und erkunden gemeinsam die Heide. Und um für euch den Ton ein bisschen zu verbessern, bin ich heute erstmalig mit einem Lavalier-Mikrofon unterwegs und es ist leider auch sehr windig, aber ich hoffe, dass die tote Katze ihren Dienst tut. Was die Berchtoldsdorfer Heide vor allem ist, ist ein Naturschutzgebiet und hier sind halt gewisse Dinge einfach verboten. Keine Essensreste liegen lassen, ja, auch sonst nichts, bitte. Und hier haben wir noch ein paar Beispiele, was es hier alles zu finden gibt. Und hier haben wir ein Zieselchen. So, und wir werden jetzt einmal auf die große Heide gehen, denn hier sollen angeblich die Ziesel sein. Und ich habe heute noch nachgelesen, wie das eigentlich ist mit den Zieseln. Sind die eher am Abend aktiv, am Tag? Ausgemachte Schmankerl. Okay, bin schon wieder abgelenkt. Die Ziesel sollen ja eher in der Früh und am späten Nachmittag aktiv werden. Und drückt mir einfach die Daumen, dass ich welche finde. Aber ich habe ein gutes Bauchgefühl. Da hat es jemand sehr gut gemeint und hat seinen Hund enthaart. Na, Unterwolle rausgebürstet. Und der hat es vielleicht auch gut gemeint für die Vogel. Das Problem ist nur, wenn ein Vogel sein Nest mit zu viel Hundehaaren ausbettet, habe ich mal sagen lassen, ist das gar nicht so gut. Zieselbabys. Oh mein Gott. Gib mir das schon so aus wie ein Teletubbieland, oder? Winky, winky. Ich hoffe natürlich auf ein paar gute Bilder. Und wenn es jetzt keine Ziesel sind, dann sind es halt keine Ziesel. Da geht jetzt die Welt auch nicht unter. Ich muss da nämlich mein Mindset ein bisschen verändern und ja, mir fällt auf, es fällt mir gar nicht so leicht, wenn ich ehrlich bin. Landschaftsfotografie ist halt ganz was anderes als Wildtiere zu fotografieren. Das sind echt zwei Paar Schuhe. Aber wenn ich ehrlich bin, auch möchte ich nicht ständig das Objektiv wechseln. Ich habe mich schon an verdreckten Sensor. Genau, den sollte ich endlich mal reinigen lassen nach 4 Jahren. Weil das ziemlich unschön ist, wenn ich filme damit, ist links unten immer so ein dunkler Punkt. Also, wir befinden uns auf der großen Heide. Und dort hinten seht ihr Wien. Seht ihr mich, gell? Gut, die 2,5 Kilo und ein paar zugehätschte
um meinen Hals herum werden jetzt langsam ziemlich schwer. Das heißt, ich werde mal die Kamera auf Stativ verfrachten. Diesel, Diesel, wo sind die Diesel? Ich bleib positiv. So. Also wie eine Wildtierfotografin schaue ich ja jetzt schon mal aus, ne? Und das Problem jetzt, welche ausfindig zu machen, ist meines Erachtens nach das hohe Gras. Was machen wir jetzt? Weiter suchen. Jetzt fällt mir aber gerade was ein, dass mir ein Freund von mir erzählt hat, dass das angeblich auch eingezäunt ist. Ich habe die eingezäunte Stelle gefunden. Da ist auch Strom drin, da will ich jetzt auch nicht ankommen. Ich habe da jetzt ein loschiges Plätzchen gefunden und jetzt kam mir so die Idee, dass die Ziesel natürlich wissen, dass da Strom drinnen ist. Also dass es Strom ist, wissen sie nicht, aber wenn sie da rankommen, kriegen sie halt eine gewischt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in der Nähe vom Zaun welche aufhalten, halte ich für denkbar gering, allerdings nicht auch unmöglich, dass man vielleicht doch noch eines zu Gesicht kriegt. Also, ich habe kein einziges Ziesel gesehen und die Sonne wird jetzt gleich hinter dem Hügel verschwinden. Das heißt, ich werde hier wieder mal herkommen. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin jetzt am Vormittag da und mal schauen, ob wir heute ein paar Ziesel finden. Ich gehe da heute ein bisschen einen anderen Weg. Und zwar den Waldlehrpfad. Mal schauen, was mich da erwartet. Ich bin jetzt oberhalb des Geheges. Ich habe nur scheinbar ein großes Problem und das ist die Uhrzeit und vor allem auch die Temperatur. Nichtsdestotrotz werden wir da mal den Weg weitergehen. Ich werde gerade von einer Föhre frisiert. Falls ihr die Berthelsdorfer Heide besuchen wollt, es ist nicht notwendig, euch vorher zu frisieren, wenn sie daherkommt. Das erledigen die Schwarzföhren. Tja, ich habe meine tote Katze verloren. Ich hätte vielleicht Breckis mitnehmen sollen. Und die tote Katze ist auch wieder da. Miau. So, es ist Mittagszeit. Ich werde mir jetzt ein lauschiges Plätzchen suchen, um mein Frühstück, mein Mittagessen und meine Jause zu mir zu nehmen. Und vielleicht haben wir später ja noch ein bisschen mehr Glück. Ne? Und wir sehen doch noch ein paar Ziesel. Nach einer etwas längeren Mittagspause bin ich jetzt gerade auf dem Weg zum Teich im Wald, wo ich selber noch nie war. Der Weg ist hier relativ spannend für mich, weil es so ein richtig schöner Waldweg ist. Thank you.
Ich war ungefähr 1,5 Stunden an dem Teich im Wald, als ich plötzlich Schritte aus dem Dickicht des Waldes vernahm. Zuerst dachte ich, dass ein Mensch hier vorbeikommen würde. Doch zu meiner großen Überraschung suchte eine Ricke den Teich auf, um in der Hitze des Tages ihren Durst zu stillen. Sie war ungefähr 7 bis 8 Meter von mir entfernt, ohne mich zu bemerken. Leider verbleiben nur schemenhafte Bilder von diesem bezaubernden Moment. Die Ricke schreckte kurz auf, als ein Pärchen vorbeikam, und flüchtete anschließend zurück in das Dickicht des Waldes. Wir konnten sie noch eine Zeit lang beobachten, wie sie ganz entspannt das Weite suchte. Ich bin so happy, ich kann es euch gar nicht sagen.